Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Arena. Heute mit, ihr habt es wahrscheinlich dem Titel schon entnommen, mit einem kleinen Lehrvideo, wie man aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus, wie ich gestern im Livestream zeigen konnte, sehr, sehr gut mit römischer Nahkampfinfanterie, die von Germanicus kommandiert wird, mit Bogenschützen, aber auch mit anderen Fernkämpfern im Grunde sehr, sehr gut harmonieren kann. Bloß mit Bogenschützen funktioniert das besonders gut wegen ihres Schusswinkels, aber auch wegen ihrer Feuerreichweite. Höchstwahrscheinlich funktioniert das Ganze auch ziemlich gut mit Steinschleuderern. Allerdings hängt das da auch ein bisschen vom Faktor der Positionierung ab. Was werden wir in diesem Video, in diesem Replay hier sehen? Wir werden im Grunde sehen, wie hier Hixhux mit seinen Einheiten im Grunde die ganze Zeit sich innerhalb meiner Einheiten mehr oder weniger befindet. Das ist das Schlüsselelement des guten Zusammenspiels zwischen Schwertkämpfern und Fernkämpfern, wenn es darum geht, andere Fernkämpfer wie zum Beispiel Slinger auszuschalten. Warum ist das so? Ganz einfach. Hixhux ist mit seinen Fernkämpfern hier extrem gut geschützt. Wir sehen schon hier, der Gegner versucht jetzt hier einen Angriff in unsere Flanke, hat aber ein richtig fettes Problem. Ihr seht, er kann nicht durch Hixhux durchdonnern. Er macht ein bisschen Schaden an mir und ein bisschen Schaden an mir. Die Tatsache, dass Flex ihn jetzt quasi kontert, ist quasi sozusagen nur noch das i-Tüpfelchen. Aber dadurch, dass Testudo den Einheiten, also in dem Fall meinen Einheiten, eine deutlich höhere Ansturmverteidigung gibt, hat die gegnerische Kavallerie keine Chance, selbst in die Flanke einfach durch mich durchzugaloppieren, und damit ist der Kollege jetzt hier mit seiner einen Einheit schon raus. Ihr seht, hier kam Hixhux mit verdammt vielen Lebenspunkten wieder raus und meine Einheit hat auch nur rudimentär Geschossschaden in dieser Zeit genommen, beziehungsweise auch Nahkampfschaden. Das hier hätte ich vermeiden sollen. Ihr wisst, man sollte niemals zu weit vorauslaufen. Das war der allererste Versuch, den Hixhux und ich unternommen haben, eine solche Aktion durchzuführen. Deswegen waren wir noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, am Rumknobeln, wie wir uns am besten aufstellen. Denn eigentlich ist es perfekte Gameplay, wenn beide Einheiten direkt immer permanent übereinander stehen. Und ihr seht also, meine Männer decken die Fernkämpfer von Hixhux weitgehend gut ab. Das ist sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass die römische Nahkampfinfanterie in der Testudo, in diesem Augenblick, wo man das tut, hier im Grunde eigentlich genau dieselbe Breite hat, wie zum Beispiel drei Fernkämpfer, die man die permanent mit Rechtsklick sozusagen irgendwo hinschickt nach vorne. Also nicht blobben, sondern immer wieder so quasi in die entsprechende Richtung nach vorne schickt. Dem Kollegen blüht jetzt das hier quasi, was, wie soll ich sagen, ich jetzt hier verhindert habe mit meinen Einheiten. Denn keiner hat so richtig Bock darauf, sich mit meinen Einheiten hier anzulegen. Denn schließlich bin ich ein Germanicus, was für die meisten sehr, sehr unangenehm ist. Da kommt es wieder der Charge, da bin ich absichtlich übrigens vorgegangen, um wiederum so einen Charge zu verhindern. Habe jetzt hier die Kavallerie dadurch hier gestoppt, gehe jetzt hier mit dem hier in den Nahkampf und mit dem hier gehe ich sofort wieder zurück, gehe nicht in diesen Nahkampf hinein, denn ich schütze hier jetzt den guten Hixhux weiterhin, um Schlimmeres zu vermeiden. Warum funktioniert das so gut? Ganz einfach, weil gegnerische Fernkämpfer, die in diesem Augenblick auf mich schießen, also beziehungsweise auf Hixhux schießen, die werden von meinen Leuten hier permanent getankt. Ihr seht, also die werden abgefangen ohne Ende und dadurch baut ihr als Germanicus eine unfassbare Menge an Tankpunkten auf. Das ist natürlich super für euch, wie ihr sehen könnt, ne? Also, das ist eigentlich die Möglichkeit, mit Germanicus sau viele Punkte zu machen, ohne dass ihr darauf hoffen müsst, dass irgendwie ein Fernkämpfer von alleine auf euch schießt, was ja immer wieder mal vorkommt, dass da mal der eine oder andere 10.000 oder 15.000 Tankpunkte aufbaut, weil irgendwie ein Fernkämpfer einfach kein besseres Ziel findet oder keine Ahnung, warum sie das tun, aber es kommt durchaus vor. Hier könnt ihr das aber mit im Zusammenspiel mit Fernkämpfern sehr, sehr gut provozieren und forcieren, dass das passiert. Ihr könnt also sozusagen dafür sorgen, dass der Fernkämpfer auf der Gegnerseite aktiv gegen die Fernkämpfer auf eurer Seite schießt, ihr aber davon profitiert, weil ihr die Geschosse abwendet. Ihr wehrt sie ab und verhindert dadurch A, dass die Fernkämpfer totgeschossen werden, und ihr verhindert, dass gegnerische Kavallerie hier diese Fernkämpfer, die ihr noch dringend braucht, niedermacht. Ihr seht, der Kavallerist ist so frustriert, der hat keine Chance und ist im Grunde auch instant raus, was jetzt hier passiert. Und Hixhux ist immer noch am Leben, befindet sich auf Platz 2
hat ebenfalls ein paar Tankpunkte aufgebaut, was für ihn natürlich sehr, sehr praktisch ist, denn viele der Geschosse, prallen im Grunde nicht nur an mir ab, sondern auch an ihm. Er hat ja auch eine gewisse, Moment, wo ist denn das? Er hat die skytischen Bogenschützen. Er hat auch eine gewisse Geschossabwehr von 22 und er hat auch eine relativ gute Rüstung mit den Tier-7ern. Aber auch wenn ihr nicht eine so gute Rüstung habt, könnte das durchaus gut funktionieren. Ja gut, und jetzt wurde er halt hier oben von den Jungs hier voll platt gemacht. Aber ihr seht halt auch, der Gegner hatte eine ziemlich krasse Fernkampfüberlegenheit. Jetzt allerdings nicht mehr, denn wir haben im Grunde diese Schlacht gewonnen und ich komme jetzt hier mit über 7800 Punkten aus diesem Battle raus, weil in dem Augenblick, wo natürlich auf mich geschossen wird, beziehungsweise auf Hixut geschossen wird und er auf meinen Einheiten in Testudo steht, unglaublich viele Geschosse von meinen Einheiten, weil sie so dicht gedrängt stehen, abgefangen werden. Ne? Die Geschosse sind ja keine Zielsuchgeschosse, die die Gegner abfeuern, sondern die haben eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit. Die landen an bestimmten Orten auf dem Schlachtfeld. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf diesen Busch schießen würdet, landen die Geschosse hier so in einer gewissen Verteilung hier um diesen Busch herum. Und wenn da eine Einheit von mir steht, die ein Schild hält, dann wird die diesen Schaden tanken. Und dadurch generiert er dann quasi diese abartige Menge an Tankpunkten. Ich habe einige solcher Gefechte jetzt mit Hixux zusammen gemacht und kann euch im Grunde eigentlich nur empfehlen, uns das einfach mal gleich zu tun. Wenn ihr einen Kumpel habt, mit dem ihr das ausprobieren wollt, der eine spielt Nahkämpfer, Germanicus, höchstwahrscheinlich geht auch ein Leonidas, höchstwahrscheinlich geht so ziemlich jede Einheit, die irgendwie Schilde hochmachen kann, aber mit Germanicus, mit Testudo geht es nun mal am besten. Und der andere spielt Fernkämpfer, dann solltet ihr das mal dringend ausprobieren. Ihr könnt es natürlich auch versuchen auszuprobieren mit Random-Spielern. Das wird vielleicht funktionieren. Es ist nicht garantiert, dass das so gut funktioniert, da die ja nicht unbedingt wissen, was ihr tut. Aber ich kann euch einfach nur mal versuchen, also zu empfehlen, dass ihr das Ganze versucht, mit egal mit wem, mit einem Kumpel, mit einem Random, und ihr werdet sehen, dass ihr höchstwahrscheinlich dadurch eine ganze Menge an Punkten generiert, die euch dann am Ende natürlich zugute kommen und euch vielleicht dann auch hier zum MVP machen. Bei der Gelegenheit will ich euch natürlich auch noch ganz, ganz kurz hier mal die Ausbeute aus dem gestrigen Livestream zeigen. Das waren die Gefechte, die ich gegen Ende, so zwischen 23 und 0 Uhr, gespielt habe. Da kamen wir dann so ein bisschen spontan auf die Idee, weil ich da nämlich dann angefangen habe, Germanicus zu spielen. Ich weiß, es ist jetzt schon wieder ein Germanicus-Gameplay, was ich euch gezeigt habe. Aber ich persönlich finde, dass Germanicus nicht nur auf seine Vengeance, auf seine Vergeltung begrenzt werden sollte von den Spielern, sondern man sollte ihn wirklich auch im Zusammenhang mit seiner Testudo sehen, die, wie ich finde, auch sehr, sehr taktisch eingesetzt werden kann und hier in diesem Falle halt, wie gesagt, nicht nur dann eingesetzt werden kann, wenn man einen gegnerischen Fernkämpfer findet, der so dusselig ist und permanent auf einen schießt und nicht merkt, dass er keinen Schaden hat, sondern ihr könnt aktiv, wie gesagt, diese einsetzen, um den Schaden von Fernkämpfern abzuhalten, um diese vor gegnerischer Kavallerie zu beschützen und gleichzeitig auch noch selber megamäßig davon zu profitieren. Anders kann man es nicht sagen. Ja, das hier sind, wie gesagt, also das hier ist gerade eben das Battle, was ich euch hier gezeigt habe. Das hier sind die Punkte, die ich gemacht habe. 3410 für die Einheiten. 1057 waren das an Free XP. Und das, wie gesagt, ist jetzt kein Tagessieg gewesen. Der Tagessieg war irgendwo hier unten. Der hatte damit nichts zu tun. Das hier war ein anderes Gefecht auf Marathon. Das waren sogar noch, waren auch verdammt gute Punkte. Ich weiß nicht, waren das mehr? Nee, waren es nicht. Waren also ähnlich viele Punkte. Dann hatten wir das Ganze hier nochmal auf Augustus-Korridor versucht. Diese Schlacht hatten wir bloß leider verloren, weil wir dann von dem Elefanten geowned worden sind. Aber ihr seht also, das Erfolgsrezept geht im Grunde weitgehend auf, wenn man hier quasi die Punkte sieht. Wobei, das hier war ein Capsieg. Aber ja, wie gesagt, das ist das, was ich euch im Grunde eigentlich sagen wollte. Wie man das Ganze machen kann. Und hier hatte ich das Ganze mit einem Random-Spieler versucht, der allerdings das Spielchen nicht mitgemacht hat. Allerdings habe ich dann trotzdem hier sehr, sehr viel Spaß gehabt hier auf Germanien und habe dann jede Menge Gegner abfangen dürfen, die versucht haben, auf diesen Wurfspeer-Kameraden loszugehen. Das war der hier, den ich da beschützt habe. Und ihr seht, der hat auch eine ordentliche Runde hingelegt.
Also auch mit einem Random-Spieler kann das weitgehend funktionieren, wenn ihr euch als Nahkämpfer einfach wirklich ganz stumpf in der Nähe eurer Fernkämpfer aufhaltet. Im Grunde im wahrsten Sinne des Wortes auf Kuschelkurs oder wie wir das inzwischen nennen, also hier auf meinem Discord, das Känguru-Spiel spielen. Das klingt ein bisschen unbefangener. Das Känguru-Spiel bedeutet eigentlich Folgendes. Der Bogenschütze, der Steinschleuderer, der Wurfspeerschütze, ist das kleine Känguru und will zum großen Känguru. Klingt jetzt lächerlich, aber das kam bei uns eigentlich ganz, ganz gut an, um die Situation sehr, sehr gut zu beschreiben. Und hüpft quasi dann sozusagen in den Beutel des großen Kängurus. Und das große Känguru ist der Nahkämpfer, der ihn dann sozusagen aufnimmt, also in seinem Zentrum, wo man sich dann quasi wie so ein Baby-Känguru verstecken kann. Ich weiß, klingt irgendwie komisch, aber wir finden es drollig. Was meint ihr dazu, meine lieben Freunde? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von dieser Taktik haltet. Kanntet ihr diese Taktik schon? Habt ihr diese Taktik selber schon gespielt? Oder ist die für euch teilweise neu und jetzt auch eine Anregung? Lasst es mich wissen. Und wenn ihr mehr von solchen Gameplay-Videos sehen wollt, von Taktiken, die wir entwickeln oder auch einfach nur weiterzeigen, dann lasst es mich ebenfalls wissen. Und vor allem zeigt mir das mit eurem Däumchen, ob euch das weiterhilft und ob es euch gefällt. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier in Total War Arena. Tschüss und Ade.